Schönen guten Abend. Das Thema ist ja jetzt aktueller als in den letzten Monaten. Wir sind mittendrin in diesem Film. David Cameron hat diese Woche nach den Anschlägen gefordert, es soll kein Gespräch und keine Kommunikation geben, die wir nicht mithören können als Regierung. Er will Backdoors in jede Art der Kommunikation und hat heute präzisiert, und ich muss das jetzt nachschauen, weil das Zitat ist so schön. Er hat gesagt, we don't want, actually, we're not asking for backdoors, but very clear front doors. Entschuldigung, bin sehr verkühlt. Präsident Obama hat das gerade bekräftigt. Er will auch Backdoors in jede Art von Kommunikation, die stattfindet. Das heißt, dieser Film geht hier weiter und wir diskutieren jetzt darüber, wie es weitergeht. Und natürlich auch über den Film mit drei Leuten, die sich sehr gut auskennen darin. Ich begrüße als erstes den, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wahrscheinlich der wichtigste Journalist, was Datenschutz betrifft in Österreich. Er ist Mitbegründer der Future Zone von Quintessenz. Er ist Mitbegründer der Big Brother Awards. Er ist im Advisory Board von Privacy International und lohnt sich sehr, seinen Blog auf FM4 zu lesen. Dort hat er zuletzt aufgedeckt, wo die NSA in Wien ihre Abhöranlage hat, nämlich in der Donaustadt. Herzlich willkommen, Erich Möckel. Er möge auf die Bühne kommen. Ich stelle dabei den nächsten Gast vor, er ist auch Journalist, war bei Profil, bei der AZ, bei News, er hat den Fall Grohr aufgedeckt, ist also auch investigativer Journalist, ist jetzt aber freier Autor und hat ein Buch geschrieben über die Agentenstadt Wien, das heißt Schattenstadt. Er sagt, 7000 Agenten sind hier in Wien und bringt dieses Wissen ein. Herzlich willkommen, Emil Bobi. Bitte, kommt rauf. So, da haben wir mal zwei. Und schließlich ein Historiker, Zeitgeschichte-Historiker, spezialisiert auf internationale Beziehungen und da besonders Geheimdienste und da wieder insbesondere Großbritannien und die USA. Er war bis 2013 an der Uni Graz und ist jetzt pensioniert und ist, glaube ich, einer der wenigen Snowden-Kritiker in Österreich und deshalb sehr, sehr wertvoll für unsere Diskussion. Herzlich willkommen, Siegfried Bär. So, einer fehlt uns hier. Er ist am Weg, okay. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Film an. Ich würde das gerne, um kurz zu sagen, was ich gerne diskutieren würde mit Ihnen. Ich hätte gerne eine kurze Reaktion auf den Film, was der auslöst bei Ihnen, was er auslösen sollte, der Film und die ganze Geschichte. Das ist ja eins in diesem Fall. Und wird dann gern darüber reden, wo wir stehen in dieser Geheimdienstsache und in der NSA-Sache und in der Frage von Privacy. So, da ist unser dritter Gast. Ein Applaus nochmal. Wir werden eine kleine Runde am Podium machen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann natürlich Publikumsfragen nehmen. Wenn es zwischendrin welche gibt, bitte mir Zeichen geben. Erich, ich möchte mit dir beginnen. Was löst der Film bei dir aus und was soll er auslösen, beziehungsweise die ganze Geschichte? Ausgelöst wurde eigentlich schon alles vorher. Als ich die ersten drei Dokumente sah, war eigentlich alles klar, was da abläuft. Ich wusste auch ungefähr, wie die Abläufe in Hongkong waren, so wie es jeder von uns ungefähr wusste. Zusammengefasst kann ich nur sagen, was Bill Binney gesagt hat, das ist genau das, was wir alle gedacht haben. Wir wussten ziemlich genau, was die machen. War aus den Forschungsprogrammen erkennbar, aus allem anderen, aber es ist halt eine ganz andere Geschichte, da interne Dokumente zu kriegen und dann wissen, wie die Programme heißen, die man selbst zum Beispiel im ETSI, im European Telecom Standards Institute, entdeckt hat. Die hatten keinen Namen, mir war lange nicht klar, was sie für einen Zweck hatten. Und in dem Moment, als Snowden aufs Tapet trat, war es klar, die heißen Bullrun und Edge Hill. Emil Bobi? Ja, es waren schöne Bilder. Es war interessant, diese atmosphärische Situation zu sehen, Snowden mit den Journalisten und so. Was hier besprochen und vorgelegt wurde, war natürlich
veröffentlichungswürdig, das ist keine Frage. Was mir persönlich als Journalist ein bisschen abgegangen ist, sind Inhalte gewesen. Ich habe hier nichts Neues erfahren. Es waren im Prinzip Überschriften, die ganz spannend waren und die Art, wie darauf reagiert wurde, aber inhaltlich war da nichts Neues. Herr Bern? Naja, ich als Historiker habe ich natürlich den großen Blick auf die Sache, nicht den persönlichen, auf den Herrn Snowden. Mich hat er immer gewundert, warum alles, wo Snowden begeistert sind, ohne viel über ihn zu wissen. Gut, der Film zeigt ein bisschen etwas, aber er zeigt für mich auch einen unglaublich verunsicherten jungen Mann, der sicherlich also ein Problemprofil hat. Das glaube ich wirklich erkennbar, selbst als Nicht-Psychologe tue ich das. Aber ich sehe ihn ja im Kontext der historischen Entwicklung von Spionage. Und Spionage ist das älteste oder zweitälteste Gewerbe. Und Spionage hat es immer gegeben, organisiert seit dem 19. Jahrhundert und natürlich im 20. Jahrhundert verfeinert bis herauf in das 21. mit all den technologischen Mitteln und Möglichkeiten, die jetzt da sind. Und über die NSA, bitte sehr, gibt es seit den 80er Jahren Bücher. Das, was Snowden uns erzählt, ist wirklich nichts Neues, wenn Sie sich ein bisschen dafür interessiert haben. Natürlich sind das die letzten Programme, aber in Amerika ist jedes Buch von James Bamford ein Bestseller gewesen. Wir haben diese Dinge auch in Europa diskutiert, über Echelon. Es ist nichts Neues, das machen Geheimdienste und das wird nichts zu ändern sein. Intelligence is here to stay. Und einer der schlauesten Dinge, die in Deutschland bei dieser Untersuchung der NSA-Affäre gesagt wurden, war, eigentlich bleibt uns nichts anderes über, als dass wir selbst die Amerikaner ausspionieren. Genau das ist die Realität. Alles andere geht an der Realität vorbei. Herr Reichmöchel, also es ist einfach so, und Snowden hat ein problematisches Persönlichkeitsprofil zusammengefasst. Bleiben wir mal kurz bei der Figur Snowden, die ja diese Diskussion sehr geprägt hat. Da, wenn man diese Frage Held oder Verräter? Weder noch. Also ich würde sagen, weder Held noch Verräter. Es gab die Diskussion, ist das jetzt ein Whistleblower oder nicht? Hängt das davon ab, ob ein Whistleblower jetzt im eigenen Land bleibt oder das Land verlässt oder so? Das ist, glaube ich, ziemlich irrelevant. Ein Whistleblower ist auf alle Fälle jemand, der inhaltlich Inhalte weitergibt, die sozusagen zumindest im öffentlichen Interesse liegen oder noch besser in irgendwie einen positiven Effekt, einen Gewinn für die Öffentlichkeit bedeuten. Beides sehe ich nicht. Im Gegenteil frage ich mich langsam, wo sind denn eigentlich diese großen Geschichten? Ja? Anfangs dachte ich mir, die kommen noch. Ich dachte mir, Herr Snowden wird verständlicherweise die großen Brocken zurückhalten, für den Fall, dass er tatsächlich ernsthaft gejagt werden sollte und so weiter. Aber sie kommen nicht. Das heißt, euch beiden ist das zu wenig, was da veröffentlicht worden ist? Das ist eigentlich gar nichts. Ja. Das Handy der Frau Merkel abzuhören, das ist zwar irgendwie lustig, aber in Wirklichkeit, also schon langsam kommt mir vor, dass der Herr Snowden, also wenn er wirklich so viel mitgenommen hat, wie dargestellt wird, dann frage ich mich, wo sind diese Inhalte? Schon langsam kommt mir vor, dass er sie in Wahrheit zurückhält. Ja? Also da stellt sich eine ganz neue Frage nach der Rolle, die dieser Mensch spielt eigentlich. Ich möchte da zwei kurze Antworten auf das Ganze geben. Ich kann die Ansicht der beiden Herren überhaupt nicht teilen. Edward Snowden hat nicht irgendwas gesagt, sondern er hat sämtliche modernen Methoden der modernen Geheimdienste offengelegt. Er hat nicht die NSA-Methoden verraten, sondern alle Methoden aller. Ich beschäftige mich auch schon eine Zeit lang damit und wir haben immer Theoreme gebildet, machen die das eigentlich? Und das ist nämlich das Problem der Deutung der Papiere. Sobald die technischer werden, die sind irrsinnig schwierig zu interpretieren, weil man nämlich dort eine eigene Nomenklatur verwendet, die
wo man ganz einfach als Außenstehender sehr, sehr lange braucht, bis man versteht, was verstehen die unter dem Begriff eigentlich? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich hatte seit 2011 ungefähr 50 Dokumente aus dem European Telecom Standards Institute, aus einer bestimmten Gruppe, die eben die Abhörmechanismen, die Überwachungsmechanismen für Mobilfunk dort standardisiert. Das war die Subgruppe der eigentlichen Gruppe, die die Commands ausgab. Bis ich draufgekommen bin, was da eigentlich drinnen steht, es hat 2 Jahre gedauert, das fing an, Blackberries sollen überwacht werden, dann hieß es, die haben ja eine verschlüsselte Chat-Einrichtung untereinander, die bis dahin halt sicher galt. Daraufhin war klar, dass das Ganze überhaupt auf die HTTPS-Verschlüsselung abzielt. Die Stories hießen dann der Facebook-Überwachungsstandard. Und erst lang später ist mir klar geworden, was das eigentlich ist, nämlich das Bullrun-Programm der NSA, als ich ein Subdokument genauer anschaute, wo drinnen stand, man muss denselben Pseudo-Zufallszahlengenerator verwenden beim Knacken, wie auch auf dem Smartphone ist. Normalerweise geht das nicht. Und zu der Zeit kamen die Details heraus, dass die NSA in den Standardisierungsorganisationen eben genau diese Zufallsgeneratoren, die sämtliche Verschlüsselung aufheben, sabotiert hat, ganz einfach. Und ein zweites noch dazu, was soll denn bitte noch kommen? Es sind alle Methoden von allen verraten und wir können uns jetzt darauf einstellen. Und wer nicht verschlüsselt, ist ein Idiot, Leute. Haben Sie noch eine Antwort drauf? Ich habe noch keine Antwort gegeben. Bitte. Na, ich hätte uns eine Frage gestellt, aber antworten Sie. Er hat schon gemeint, er ist nicht meiner Meinung, aber ich habe eigentlich noch keine richtige Antwort gegeben. Für mich ist der Herr Snowden kein Whistleblower. Weil ein Whistleblower ist jemand, der im System bleibt, legale Mittel verwendet und versucht, was natürlich andere gemacht haben, die ersten NSA-Whistleblowers, es gibt schon in den frühen 60er Jahren. Natürlich ist es denen nicht gut gegangen, weil es Whistleblowers nicht gut geht. Aber der Thomas Drake zum Beispiel, der hat das gemacht und versucht, und der Herr Binney ja auch. Aber was hat der Herr Snowden gemacht? Er ist weggelaufen und er ist halt, ich muss das leider so sagen, weil wir ja 50 Jahre Kalten Krieg hinter uns haben, er ist zu den Gegnern der USA überlaufen. Das ist ein Überlauf, historisch gesehen. Ja, natürlich, aber ich weiß schon, ich rede jetzt über Geschichte. Wir haben dann noch Gelegenheit für Publikumsbeteiligung. Das ist ja eine wunderbare Situation. Bei so einem Publikum von lauter Snowden-Fans. Es gibt ja in ganz Österreich nur Snowden-Fans. Ich habe noch nie als Österreicher, lass uns mich bitte ausreden, ich bin aufs Podium gebeten worden, ich habe noch nie in Österreich erlebt, dass es zu einer Person und zu einem Thema von links nach rechts in der Politik, von oben nach unten in der österreichischen Gesellschaft, dass da alle einer Meinung sind. Ich habe kaum in den letzten 18 Monaten irgendeinen Skeptiker gehört und auch noch weniger einen Kritiker. Also der Herr Snowden hat Dinge gemacht, er hat sich ja freiwillig zu diesem Job entschieden. Er hat genau gewusst, dass er hier Gesetze verletzt. Er hat das unheimlich gut geplant, das zeigt ja dieser Film. Für mich ist er jemand, ist ein... Ein Narzissist ist er für mich. Er ist jemand, der Aufmerksamkeit sucht. Das ist Teil seiner Sache. Ich hoffe, dass das, was wir gesehen haben, wirklich auch ernst gemeint war und dass das sein Anliegen so groß war, dass er sozusagen sein Leben zerstört hat. Aber ich glaube, er ist wirklich ein schwieriger Mann. Und ich sage Ihnen etwas als Historiker. Für die Geschichte ist der Gerichtssaal über Menschen. Und es wird interessant sein, wie man den Snowden einschätzen wird. Ich habe einen Artikel geschrieben, können Sie nachlesen im Internet,
Held oder Schurke, zur vorläufigen Einschätzung Edward Snowdens durch internationale Geheimdienstexperten. Und der letzte Satz, heißt, das letzte Urteil wird vermutlich lauten, verräterischer und zugleich tragischer Held. Dass er auch aufklärerisch gewirkt hat, gebe ich gerne zu, und das war auch wichtig. Denn Geheimdienstspezialisten ihre Probleme mit jemandem haben, der die Dinge verrät, ist schon fast selbsterklärend. Ich möchte noch eine Berichtigung anbringen. Er hat sich als Patriot bezeichnet. Ein Whistleblower handelt natürlich nicht immer legal. In Österreich zum Beispiel verletzt ein Whistleblower automatisch ein Amtsgeheimnis, wenn er aus einem Ministerium kommt. Und er verwendet legale Mittel zur Korrektur. Das ist ein Whistleblower. Ein Whistleblower verrät Geheimnisse, sonst wäre er kein Whistleblower. Ja, aber das ist nicht über legal, Kanäle, die legitim sind und die legal sind. Nicht, indem ich ins Ausland gehe und also dort Angriffe starte. Das Problem, das Sie haben, ist, dass er ins Ausland gegangen natürlich. Ist. Natürlich. Machen wir noch, schließen wir mal den Komplex Snowden als Person ab. Ich möchte noch eine zweite Runde hier am Podium machen, nämlich zu den Fakten, zu dem, wo wir jetzt stehen. Die meisten, also auch wenn Sie sagen, das wussten wir alle, natürlich Sie drei beschäftigen sich sehr viel damit, sehr viele haben erst über diesen NSA-Skandal erfahren, wie viel Geheimdienste überhaupt wissen, wie viel sie überwachen, und tatsächlich ist es ja noch nicht so lange möglich, derartig große Massen an Kommunikationsdaten überhaupt technisch zu bewältigen. Also das ist was Neues, dass man mit Big Data arbeiten kann, ist was Neues, dass man Zugriff haben kann auf so große quasi Monopole des Internet. Erich, wo stehen wir da jetzt und worauf müssen wir uns einstellen? Es hat dann kurz eine Nachdenkpause gegeben nach diesen Veröffentlichungen oder zumindest ein Innehalten. Derzeit geht es ungebremst weiter in Richtung mehr Überwachung, oder? Ja, solange sich die Leute dagegen nicht wehren und solange sie ihre Daten freiwillig ausliefern, solange wird sich nichts ändern. Das ist der eigentliche Knackpunkt beim Ganzen. Ich finde es typisch, dass sofort mit der Person Snowden angefangen wurde. Snowden hat selber gesagt, er ist wurscht. Es hätte jeder andere auch sein können. Und die Ad hominem-Diskussion kommt immer aus der Ecke der Secret Services. Da wird dann immer sofort über den Charakter diskutiert. Erinnern Sie sich an Assange? Der Typ hat die Amerikaner in die Enge getrieben, Ende nie. Und was war dann in den Medien? Es war eine Diskussion über die Persönlichkeit von Assange, sein Verhältnis zu Frauen und so weiter. Was ist denn das bitte für eine Desinformation? Über Persönlichkeitsstrukturen zu reden, das ist die Diskussion, die sie nämlich wollen. Hier geht's um die Facts, die er offengelegt hat. Wir wissen jetzt, wie die Programme hießen, von denen wir vorher eine Ahnung hatten. Wir wissen jetzt genau, was alle anderen auch machen. Und wir wissen, dass es Wege gibt, uns zu schützen. So weiter tun, wie wir es bis jetzt gemacht haben, sollten wir nicht, außer wir riskieren das. Also jetzt konkret, also wenn jetzt die Regierungen gerade jetzt diese Woche wieder fordern, dass sie jede Kommunikation, die stattfindet, weltweit quasi abhören wollen und dafür technische Möglichkeiten wollen von den Providern, von den Internetfirmen und so weiter, was für Richtung geht das? Sie wollen also jetzt. Wie soll man sich da wehren, meine ich jetzt, wenn du sagst, man soll sich wehren? Sie wollen jetzt konkret Passenger Name Records, also Flugpassagierdaten, um das geht es jetzt. Und dazu kommen natürlich alle daher und sagen, wir brauchen die Vorratsspeicherung, Datenspeicherung wieder, weil die ganzen Händeldiebe erwischen wir sonst nicht. Und sonst haben sie nichts erwischt damit. Das ist ganz klar. Natürlich haben die wieder was vor, aber die meisten dieser Pläne sind dermaßen allgemein gehalten, dumm. Und werden innerhalb kürzester Zeit von der technischen Entwicklung überholt, dass man es gar nicht sagen kann. Schauen Sie bitte, jedes SMS wird registriert. Geh bitte. Und was ist mit WhatsApp und den ganzen verschlüsselten Chats? Das geht alles schon in andere Kanäle. Wir müssen einfach Wege finden,
um unsere Kommunikation selbstsicher zu machen, und daran brauchen nicht nur wir arbeiten. Daran arbeiten jetzt schon die großen Firmen, weil sie wissen, es ist eine Katastrophe fürs Geschäft. Microsoft ist ein Vorreiter des Datenschutzes geworden in Europa. Bitte, Microsoft. Ja. Und dann kommt eine Serie nach der anderen von verschlüsselten Chat und anderen Kommunikationsapplikationen auf dem Markt. WhatsApp wird sicher verschlüsselt, und zwar end-to-end. Und dann können Sie sich die Datensaugerei irgendwo hinhauen und Jutta zusperren, weil Sie diese Daten nicht mehr kriegen werden. Sie werden wieder, wie in früheren Zeiten, gezielt auf Verdächtige losgehen müssen. Und ich finde das gut für die Gesellschaft. Emil, du hast dich intensiv mit Geheimdiensten auseinandergesetzt. Ist jetzt die Frage, welche rechtlichen Grenzen sollen die haben und halten sie sich daran? Ja, nach deiner Erfahrung, wir haben gleich, also falls das an uns gerichtet ist, sie bekommen gleich ein Mikro. Ich möchte da noch die zwei Herren hören. Für Geheimdienste. Würden Sie sich überhaupt daran halten? Also das finde ich, das war ja ein ganz, ganz interessanter Punkt, dass die damalige österreichische Justizministerin ein sogenanntes No-Spy-Abkommen oder so ins Spiel gebracht hat. Das hat für Heiterkeit gesorgt. Ich weiß nicht, wer daran glauben kann, ernsthaft, dass sich ein professioneller Geheimdienst an so einen Zettel halten würde. Ja, die wären ja wahnsinnig, ja, wenn sie ihren Job nicht machen würden, ja, wie man dazu immer auch steht, nur weil irgendjemand außerdem wird es niemand auch. Ich wollte vielleicht nur sagen, mit Verräter tue ich mir ein bisschen schwer, weil er eigentlich zu wenig verraten hat. Ja, das ist überhaupt nicht negativ besetzt. Als Journalist tut man ständig Dinge verraten. Ja. Und warum die Öffentlichkeit hier nicht wirklich reagiert hat, wundert mich kein bisschen, weil sie nicht wirklich versorgt worden ist mit dem, was man so als Journalist Fleisch nennt. Das sind im Prinzip Behauptungen, die nicht dementiert wurden, weil sie wahrscheinlich stimmen. Interessant war schon, dass der Edward Snowden sozusagen evident gemacht hat, was davor nur Verschwörungstheoretiker geglaubt haben. Ja? Wenn ich mal gesagt habe, die Amerikaner wieso, hören alle wieso ab. Kommt dir das so wenig vor? Na, weil hier inhaltlich nichts bekannt gegeben worden ist. Ne? Da gibt es auf jeden Fall eine ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmung zwischen euch beiden. Na, also wie ich das verstanden habe, wurde hier aufgedeckt, dass dieser Geheimdienst tatsächlich flächendeckend beobachtet. Das haben wir vorher auch schon angenommen. Was hier erklärt wurde, wie das technisch funktioniert, aber was konkret hier alles abgehört und archiviert wird, habe ich keine Ahnung. Außer ein paar Kleinigkeiten, die, wie es mir scheint, dazu gedient haben, die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt seit 1,5 Jahren am Köcheln zu halten. Ja? Aber wo die großen Brocken sind, ja, die da tauglich wären, sozusagen die Öffentlichkeit wirklich aufzurütteln, die sehe ich nicht. Also es war dann doch recht international. Natürlich. Ein Medienthema. Schauen Sie, Geheimdienste haben immer möglichst das Gesamte gesammelt. Und die Amerikaner haben ja einen globalen Blick, als einzige in der Welt. 7 Milliarden Menschen. Von mir aus sammeln die wirklich über 7 Milliarden Menschen die Informationen, an die sie herankommen. Aber es geht ja, das ist das Potenzial. Aber was dann wirklich sozusagen analysiert wird, ausgewählt wird, ich wette mit Ihnen, nicht mehr als 200 Österreicher kommen in das Visier der NSA. Niemand von uns hier kommt ins Visier der NSA. Aber das Potenzial ist da, aber die Realität nicht. Ins Visier, Herr Beer, der Punkt ist doch, wir könnten ins Visier kommen, wenn es blöd kommt, und dann haben Sie die Daten schon und können sich alles zusammenziehen. Man kann auch unschuldig ins Visier kommen. Ich kenne Leute, denen das passiert ist. Aber die Medien tun doch so, und auch hier. Ja, dann umso blöder, also, wenn die schon alle Daten abgehört haben. Abgehört und observiert würde. Um Gottes Himmels, wie soll das jemand machen? Selbst mit den Depots in Utah und ja, überall sonst. Das ist ja vollkommen unmöglich. Noch dazu wird dem Ganzen Grenzen gesetzt, weil das ja ein ungeheures Geld kostet, das auch die Amerikaner nicht mehr lange ausgeben können. Nach 9/11 haben die ihre Budgets verdreifacht, und es arbeiten 200.000 Amerikaner in irgendwie
geheimdienstlichen Tätigkeiten. 200.000. Das kann man, eine Million das haben kann man Top nicht. Secret Clearance. Das eine kann man, Million. Ja, ja. Also da sind viele Fehler passiert. Aber ich sage Ihnen eines. Diese Diskussion, das ist das Einzige, was ich wirklich bei Snowden ganz positiv finde, hat eine Diskussion ausgelöst, auch in Amerika. Und in die Richtung muss es gehen. Demokratien versuchen, durch Gesetze ihre Dienste zu regeln. Nach 9/11 ist das leider durch das Patriot Act ziemlich also von der Kontrolle weggegangen. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Und das ist der Weg, es zu tun. Jetzt ruft doch jeder nach besseren geheimdienstlichen Tätigkeiten nach Paris. Da sind 2-3 Jahre lang überwacht worden und haben trotzdem den Anschlag machen können. Also noch bessere Arbeit über die Geheimdienste. Und dann sollen sie aber nicht observieren, weil, was weiß ich, Freiheit und Menschenrechte bedroht sind. Sicherheit und Privacy oder Freiheit, das sind zwei Dinge, die man in eine Balance bringen muss. Ich bin ein Liberaler der 60er Jahre. Ich liebe meine Freiheit. Aber Sicherheit ist mir auch wichtig. Und eine ich bin Antwort bereit, vom 10% oder 20% meiner Freiheit preiszugeben, wenn ich weiß, dass die Sicherheit funktioniert. Und das ist in Österreich der Fall. Ich war heute bei einer Sitzung im BVD. Es gibt Dienste, die das machen in Österreich. Eine Antwort noch von Erich Möchel, dann gehen wir ins Publikum, bitte. Nur eine kurze Antwort. Dass die Geheimdienste jemals von irgendwem kontrolliert worden wären, halte ich für einen absoluten Mythos, weil die Kerle lügen, wenn sie den Mund aufmachen, weil das ihr Job ist. Das ist mal das Erste. Was in den in den Ausschüssen der Parlamente drinnen sitzt, sind lauter Juristen, die keine Ahnung haben von den technischen Zusammenhängen und sich alles unterjubeln lassen. Es kommt mir vor, dass bis jetzt die Frau Innenministerin nicht verstanden hat, was die Vorratsdatenspeicherung überhaupt macht. Und da ist sie nicht allein. Sie verstehen die Vorgänge nicht und sie informieren sich völlig einseitig aus diesen Quellen und sagen dann, ja, ja, es wird alles abgenickt, es wird alles durchgewunken, was dort läuft. Außer, und da sorgen sie schon dafür, dass ja niemand in diesen Ausschüssen sitzt, der auch nur den Funken einer Ahnung hat. Niemals wurde auch nur ein bitte, Techniker bitte, Herr Kollege, beigezogen. Bitte, bitte. Also, weil das geht an der Realität vollkommen vorbei. Geheimdienste, Nachrichtendienste werden in Demokratien seit 40 Jahren sukzessive stärker und besser kontrolliert. Dass das aber schwierig ist, ist auch klar. Und dass Missbrauch im geheimdienstlichen Bereich besonders attraktiv sein kann, das kann man sich auch gut vorstellen. Wir Korruption haben noch eine Viertelstunde, Herr Bär. Ich würde gerne ein paar Publikumsfragen dran nehmen. Es gibt ein Mikro und ganz hinten, da sind drei Fragen. Können wir mal alle aufzeigen, die Fragen haben? Und da vorne, jetzt fangen wir vielleicht ganz hinten an. Wir brauchen ein Mikrofon hier. Ja, ich habe schon ein Mikro. Ah, okay, danke. Aber können Sie aufstehen, weil ich sehe nicht, wo ja, Sie sind. Ja, ich stehe hier an der Seite. Hier. Ah, okay, okay. Mein Name ist Christel Meyer. Ich bin Biologin und werde seit Jahren überwacht, weil ich AIDS-Dissidentin bin, so nenne ich mich mal. Also eigentlich Wissenschaftlerin. Das mal vorweg. Das andere ist, mich hat gestört, dass bei dieser Diskussion es nur darum geht, was technisch möglich ist, aber überhaupt kein Wort verloren wird, dass der Staat den Bürgern zu dienen hat und nicht umgekehrt. Und auch Geheimdienst muss den Bürgern dienen. Und da möchte ich doch sagen, dass die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten vornehmlich in Richtung Technik gegangen ist, aber sich niemand darum geschert hat, dass die Ethik auch eine Rolle spielt. Und das finde ich sehr wichtig. Und das möchte ich auch den Herrn bitten, der die Geheimdienste für sakrosant beinahe erklärt hat. Herzlichen der Geheimdienst Dank. Hat uns zu dienen und nicht umgekehrt. Danke sehr.
Außerdem hat sonst schon jemand ein Mikro? Außerdem ist es so, dass ich möchte aber bitten, sich kurz zu halten, weil ja, wir haben mehrere kurz und wichtig. Meldungen. Okay, bitte. Außerdem ist es so, dass natürlich das einfach ein Jobbeschaffung ist, die Überwachung. Und die Geheimdienste, das wissen wir von anderen Fällen aus der Geschichte, arbeiten zum Teil so, dass sie Anschläge, die sie verhindern könnten, nicht verhindern, weil nämlich die Folge davon ist, dass danach mehr Überwachung und mehr Ausgaben in diesem Bereich folgen. Das möchte ich zu Bedenken geben. Und das sollte nicht alles so blauäugig hinnehmen. Das war jetzt etwas Wichtiges. Das Letzte ist, dass beim Sponsoring Rock der Name Rockefeller vorkam. Vielleicht kann man dazu was sagen. Danke, im Filmabspann war das. Danke sehr. Hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Wer hat denn jetzt noch ein Mikro? Hier, bitte. Mein Name ist Renate Storch und ich bin einfach nur eine naive Bürgerin, die leider jetzt schon wieder eine technische Frage hat, weil Sie gemeint haben, ja, wir müssen einfach als Bürger das Verschlüsseln lernen. Ich hatte den Eindruck aus dem Film, dass das nicht sehr viel bringt, weil man wird dieser Verschlüsselung dann halt auch auf die Schliche kommen. Ist das ein probates Mittel, das denkbar eine Methode wäre für das Individuum? Da nehmen wir gleich direkt eine Antwort von Erich Möchel. Nimmst du das vom Buben? Das ist relativ einfach zu beantworten. Das ist auch eine technische Antwort auf eine technische Frage. Hier regiert die Mathematik. Und über die Mathematik setzt sich auch keine NSA hinweg. Wenn Sie ein sicheres Betriebssystem haben, auf Ihre Maschine aufgepasst haben, nicht Windows und nicht Mac verwenden. Ja, ist so. Erich, das schließt wirklich viele Menschen aus, was du gerade sagst. Ja, wer verwendet denn nicht Windows und nicht Mac? Na bitte. 10% ungefähr, würde ich sagen, so grob geschätzt, ja. Na, das sollte uns doch unsere Kommunikation schon wert sein. Und vor allem sollte man sich von der Idee verabschieden, von jedem Gerät dasselbe machen zu wollen. Es ist idiotisch, wenn man sagt, ich gehe mit demselben Browser in die Telebanking-Software, mit der ich auch alles mögliche andere mache. Da setzt man sich Kriminellen und Geheimdiensten aus. Wir müssen nur ein paar Gewohnheiten ändern, das ist nicht ganz einfach. Und ein paar Programme, die wir bis jetzt schon benutzen, die werden eh schon aufgemotzt, dass das läuft. Also warten Sie noch ein bisschen und es wird auch zu Ihnen selbst kommen und Sie werden nicht mal mehr merken, dass Sie verschlüsseln. Und ich sage es Ihnen, das kriegen die nicht auf, weil da ist die Mathematik vor. Sie sind völlig unhörbar ohne Mikrofon, fürchte ich. Aber es kommt ein Mikrofon zu Ihnen da vorne, aber ich glaube, es hat jetzt jemand hinten eins. Und wenn Sie Mikrofon haben, dann sind Sie dran. Bitte. Ja, ich hätte eine Frage. Sie müssen aber aufzeigen, damit die Menschen mit dem Mikrofon das wissen. Bitte. Ich hätte eine Frage an den Historiker der Runde. Und zwar, Sie werden ja auch mit der innigen Beziehung zwischen J. Edgar Hoover und Martin Luther King irgendwie vertraut sein. Sehen Sie irgendein Gefahrenpotenzial gegen Interessen der Allgemeinheit, wenn Geheimdienste irgendwie zu viel dürfen? Dann eine Frage an den Herrn Bobe. Finden Sie wirklich, dass wie Millionen von Menschen bespitzelt werden, keine Geschichte ist? Also rein nach journalistischen W-Fragen würde ich sagen, wie das genau funktioniert, ist eine Geschichte. Und die dritte Frage irgendwie an alle, sowohl bei 9/11 als auch jetzt in Paris, war ja eigentlich irgendwie bekannt, dass die Täter in Länder wie den Jemen, Irak reisen, um dort Trainingcamps zu machen und solche Dinge. Das sind Leute, die in Terrornetzwerken wie Butchemont aktiv waren. Brauchen wir wirklich Vorratsdatenspeicherung, um sowas um sicherer zu sein, oder scheitert es da an anderen? Danke. Danke sehr. Die erste Frage ging an Sie, Herr Bär. Also J. Edgar Hoover hat natürlich den Martin Luther King gehasst und auch verfolgt. Sicherlich mit illegalen Methoden auch. J. Edgar Hoover war unglaublich alleinherrschend, kaum zu stoppen.
das ist nicht sozusagen die Polizeiarbeit, die zu machen ist. Das ist Missbrauch. Man konnte ihn nicht stoppen. Er war 50 Jahre lang FBI-Direktor. Das ist alles bekannt, das kann man einordnen. Und es wird auch bei Snowden so sein. Wir werden in 30 Jahren genau wissen, wie das bei Snowden gelaufen ist. Die Geschichte arbeitet das auf und deswegen halte ich den Kontext für so wichtig. Und ich halte die Geheimnisse nicht für sakrosankt, aber sie sind nicht wegzukriegen. Sie sind Realität und daher bin ich Realist. Und daher muss man mit dem umgehen. Und Geheimdienste, Staaten, selbst kleine Staaten wie Österreich, halten sich solche Dienste, weil das Organisationen sind, die eben zum Beispiel terroristische Möglichkeiten von Menschen in den Griff bekommen können. Das kann das BVD. Ich habe heute den ganzen Vormittag im BVD erlebt, wie man dort nach gesetzlichen Möglichkeiten sucht, um die Befugnisse auszuweiten, damit Dinge, die wir heute als Probleme sehen, in Zukunft von den Diensten wahrgenommen werden können, aber auf legale Weise. So pauschale Verdächtigungen sind sinnlos. In Demokratien versucht man das. Dass es nicht immer gelingt oder vielleicht nie gelingen wird bei Geheimdiensten, ist mir auch klar. Emil, die Einschätzung, ja, dass es keine Geschichte ist, mit der ja, warst du ja ohnehin nicht ja im Mainstream, die meisten haben es schon gefunden. Ja, das habe ich so, ja, Gott sei Dank nicht gesagt. Selbstverständlich ist das eine Geschichte und das waren ja viele Geschichten und die werden seit 1,5 Jahren weltweit wiederholt. Das ist aber nur eine Geschichte und die nächste Geschichte wäre, was konkret, wo, wie wurde denn hier alles. Also du willst nicht das Wie wissen, sondern du willst wissen, was wurde abgehört. Das Wie wissen wir schon längst und das führt in Bereiche, wo die große Masse niemals folgt, welche Browser wo und so. Und das finde ich auch ziemlich überflüssig und sinnlos, zu versuchen, der NSA mit einem neuen Browser zu entwischen. Das finde ich eigentlich ziemlich lächerlich. Ne? Wie wir wissen, wird der Terrorismus immer ein Stück vor der NSA sein und die Allgemeinheit immer ein Stück hinter der NSA. Ja? Also als Journalist habe ich das Bedürfnis, hier zu veröffentlichen und ziemlich egal, wie weit das geht. Es gibt sehr wenige Ausnahmen, bei denen man sozusagen von einer Veröffentlichung zurücktreten müsste, aber hier habe ich es nicht gesehen. Der Snowden sagt im Film, wenn ich ihn richtig verstanden habe, einmal, was veröffentlicht werden soll, ist veröffentlicht. Also er entscheidet hier, was ist gut, was, wie weit können wir gehen, was nicht. Dahinter ist ein öffentlichkeitspolitischer Ansatz, ja, hinter dem eine bestimmte Motivation stecken muss, die als Journalist nicht kennen. Ich bin kein Informationspolitiker, sondern Journalist und würde fragen, okay, jetzt wissen wir, dass alle abgehört werden und jetzt wollen wir aber wissen, was wurde abgehört und das fehlt mir. Kurze Antwort noch vom Erich. Wir hatten noch eine Frage, da vorne war noch eine und da war noch eine, genau. Also 1, 2, 3 haben wir noch. Erich, noch eine Antwort. Es war noch der dritte Teil der Frage, wenn man eh von denen gewusst hat, also jetzt von den Terroristen, dass sie in Terrorcamps waren und so weiter, was hilft dann die Vorratsdatenspeicherung noch? Gar nichts. Die haben vorher schon nichts gefangen und in Frankreich gibt es die Vorratsdatenspeicherung auf 2 Jahre, seit 2006. Gar nichts ist gewesen. Die Herrschaften wollen sich bloß die Finger nicht schmutzig machen. Die Herrschaften wollen nicht in den Außendienst, sondern man will einen White-Collar-Job hinter den Rechnern, um diese und diese Zeit dort sein, dann wieder heimgehen, dann übernimmt der nächste Analyst. In Wirklichkeit ist es so, dass die ihr Unsummen ihres Budgets in Maschinerie reingesteckt haben, in Systeme, die tatsächlich natürlich dann nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, weil die Daten zu viel sind und weil keine Priorisierung stattfindet bei den Daten, sagt auch Bill Binney. Aber in Frankreich, das können sie schon. Der französische Geheimdienst, das DGSE, saugt alles, genauso wie die Amerikaner. Und sie haben genauso ein Satellitenbeobachtungssystem aus 17 Stationen. Und was war? Sie hatten leider nicht das Personal, um depperte 3000 Verdächtige
zu überwachen, weil sie 3 Milliarden überwachen wollten. Und das ist die Krux bei diesen ganzen Systemen. Die sind viel zu hoch dimensioniert, als dass sie noch Treffer bringen würden. Sie sind nicht schlecht, die Systeme. Bill Binney, der da im Film 2-mal aufgetreten ist, der Mann hat im Alleingang die sowjetische Südarmee gehackt, ja, und die Codes herausgekriegt. Das ist ein ganz großer. Und der hat gesagt, die NSA betreibt keine Geheimdienstarbeit. Habe ich gesagt, so, um was betreibt sie dann, lieber Bill? Sagte er drauf, das sind depperte Forensiker wie bei der Polizei. Sie können nichts verhindern. Ihre Systeme sind so angelegt, dass sie 3 Tage später alles wissen, aber niemals was in der Zeit, in der es kritisch ist, wo man es verhindern kann. Und das ist Geheimdienstarbeit. Und deswegen haben sie mich rausgeschmissen und gesagt, weil ich das gesagt habe. Gut, jetzt nehmen wir noch 3 Fragen dran. Ich glaube, da hinten ist das Mikro schon, oder? Ja, und zwar eine Frage an den Herrn Bär. Sie sind ja der Historiker. Sie wissen aber, glaube ich, wie der Geheimdienst in den USA oder wie ein Geheimdienst generell agiert, warum deswegen einige Sachen publiziert worden sind und nicht. Und an den Herrn in der Mitte, ich habe leider den Namen vergessen, tut mir leid. Emil Bobin. Danke sehr. Was möchten Sie denn, dass noch publiziert werden sollte? Es gibt vielleicht gesellschaftliche Gründe, warum einiges noch nicht an die Oberfläche getragen wurde. Die 2. Frage ist, glaube ich, schon beantwortet. Die 1. heben wir uns auf und sammeln ein paar Fragen. Ich glaube, daneben war noch eine. Guten Abend, danke schön. Meine Frage richtet sich an den Herrn Historiker. Und zwar, glauben Sie nicht, dass Sie sich selber die Glaubwürdigkeit wegnehmen, indem Sie den Satz beginnen, Sie argumentieren ja so und sehen das Ganze so nüchtern und haben einen weiten Blick und sagen in derselben Ansprache, dass Snowden ein Narzisst ist, dass er ein Verunsicherter, also Sie spielen da einen Laienpsychologen, was Ihnen überhaupt nicht zusteht, aber sowas von nicht. Und Nehmen Sie sich dadurch nicht die Glaubwürdigkeit auch als Historiker und nicht nur als Laienpsychologe weg? Danke sehr. Ich würde ja sammeln, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch Fragen an Sie, aber wollen Sie direkt antworten? Ich bin hier nicht nur als Historiker eingeladen worden, sondern auch als Mensch, Siegfried Bär. Und ich habe halt auch eine Meinung, die ich übrigens geäußert habe, publizistisch schon. Und für mich war, auch wenn ich ein Laienpsychologe bin, was ich übrigens selbst zugegeben habe, wie Sie vielleicht bemerkt haben, für mich war klar, dass dieser junge Mann ein schwieriger Mensch ist. Und das passt eigentlich zu all dem anderen, was man auch über ihn weiß. Aber jetzt das wiederholen war nur eine persönliche Meinung. Ja? Danke sehr. Okay? Und was das mit meiner Geschichte zu tun haben soll, weiß ich nicht. Aber bitte. Hier vorne war noch eine Frage. Haben Sie ein Mikro? Ah, da ist eins, okay. Also, ich werde jetzt meinen Namen mal nicht preisgeben, aus Datenschutzbedingungen. Und zur eigentlichen Frage jetzt. Wir leben in einer Demokratie. Die USA ist genauso eine Demokratie. Als solches basiert es großenteils auf einer Machtverteilung zwischen dem Staat und der Bevölkerung. Wenn der Staat jetzt Wissen an sich aneignet, also Wissen ist Macht und Wissen aneignet, dann kommt es zu einer Machtverteilung, die nicht sehr gerecht ist. Haben wir nicht die Pflicht als Bevölkerung und als Bürger, diese Machtverteilung, indem wir auch uns Macht über unsere eigene Regierung aneignen, zu stabilisieren und keine Gestapo- oder Stasi-artige Überwachung haben? Danke sehr. Ich nehme jetzt gleich noch die Fragen dazu und mache meine Schlussrunde. Hier, zeigen Sie nochmal auf, weil, haben Sie schon Mikro? Ja, super. Ja, also erstens wollte ich den Herrn Historiker fragen, wo hätte da Edward Snowden denn hin sollen? Er ist von Moskau nach Russland, er hat 29 Asylanträge gestellt, was keiner wurde ihm beantwortet, die anderen abgelehnt. Ja. Wäre er nach Amerika zurückgekommen, kann er als Staatsfeind Nummer 1 zum Tod verurteilt werden. Also
Sie glauben, er ist jetzt nach Russland überlaufen, weil er das so wollte. Er wollte nicht lieber nach Südamerika oder nach Frankreich. Was wäre ihm denn für eine Möglichkeit geblieben? Ich würde sagen, dass er deswegen ein Feigling ist. Antworten Sie einfach gleich kurz. Schauen Sie, noch einmal, als Historiker sehe ich Muster im Benehmen von Menschen im Bereich von geheimdienstlicher Tätigkeit. Und ich auch interessant, dass Sie so da, gut über die Persönlichkeit lassen Sie mich ausreden. Und da ist halt auffallend, dass er ausgerechnet nach China, Hongkong und nach Moskau. Und er hat, glaube ich, erst danach diese großartigen Ansuchen anderswo gestellt. Und es ist ja auch kein Wunder, er hat sie gestellt, bevor er Asyl in Moskau bekommen hat. Ja. Ja, aber da war ja nicht sehr viel Zeit, nicht? Da waren ja, was weiß ich, wie wenige Tage, haben wir ja im Film gesehen, nicht? Aber er ist in Moskau auch und heute noch. Mehrere Monate ist im Film. Ja, deswegen gewesen. Ist aber trotzdem bekannt. Aber Sie hatten noch einen zweiten Teilfrage. Ich wollte zur ersten Frage noch sagen: Es ist bekannt, dass er 29 Asylanträge gestellt hat und die meisten nicht geantwortet haben, was für ihn ja ein großes Statement war. Dann finde ich es auch erstaunlich, dass Sie so viel über die Persönlichkeit von Mr. Snowden wissen, als Nicht-Psychologe. Da wiederholen wir uns jetzt aber, beantworten wir nicht nochmal. Der Einzige, der ihm Asyl gewähren wollte, war der bolivianische Präsident, der aber abgefangen wurde mit der Maschine über Wien, also ebenso nicht die Möglichkeit hatte, ihm Asyl zu gewähren, also blieb ihm nicht besonders viel übrig, als in Russland zu bleiben. Okay, danke sehr. Hier war noch eine Frage. Und dann wollte ich, Entschuldigung, noch fragen, okay. wie wir denn so verschlüsseln sollen, dass wir wirklich geschützt sind, wenn das nicht einmal ein Edward Snowden geschafft hat. Er konnte sich nur Zeit verschaffen, aber... Er hat gesagt, sie werden schon drauf kommen. Okay, das beantworten wir schnell, weil das ist, bitte, nimmst du das andere Wissen? Das geht recht einfach zu beantworten. Man ist relativ schnell sicher, wenn man jemand von vielen ist. Wenn jemand Staatsfeind Nummer 1 ist, bitte, dann setzen die Ultra-Teams da drauf an. Und da geht es nicht nur darum, dass die über den Computer reinkommen, sondern die gehen ins Hotel. Ich sage nur ein kleines Beispiel, weil da so geredet wurde, ja, das kann man ja den Leuten nicht sagen. Man sollte nicht immer das Publikum für technisch unbegabter halten, als man selbst ist. Das ist eine alte Weise, dass aus den Zeitungsredaktionen, weil meistens der Chefredakteur am wenigsten verstanden hat vom Ganzen und dann die Geschichte nicht reinkam deswegen. Ich will nur sagen, wer benutzt denn von Ihnen WhatsApp? Das ist jetzt irgendwie keine Mörderfrage, sondern einfach nur so viele. Wissen Sie was? Also ich schätze jetzt 90% haben aufgezeigt. Gute Nachricht für Sie. Innerhalb von wenigen Wochen werden Ihre WhatsApp-Chat end-to-end so verschlüsselt, dass die Schlüssel nur auf Ihrer Maschine sind und auf der Maschine Ihres Partners Facebook und WhatsApp keine Möglichkeit haben, den Verkehr aufzudröseln und damit auch sonst niemand. Also so viel zur großen Komplexität der Verschlüsselung. Die rennt im Hintergrund und Sie werden sehen, in wie viele Anwendungen, die Sie bereits jetzt benutzen, die implementiert wird. Und das heißt, so wie du vorher gesagt hast, es kommt bald von alleine. Und hier war noch eine Frage. Ja, mein Name ist Friedrich Moser, ich bin Filmemacher und mache gerade einen Film über den Bill Binney. Und was vielleicht mich, also an den Herrn Bobi gewandt, ich verstehe, was Sie meinen, was Ihnen fehlt. Mir hat auch was gefehlt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und zwar die Frage nach cui bono, wem nützt es? Und das ist eine Frage, die wem hier, nützt was? Wem nützt die ganze Überwachung? Wer profitiert davon? Und ich glaube, dass diese Frage viel zu sehr in den Hintergrund gerückt wird, im Vergleich zu dem, mit welchen Technologien hier gearbeitet wird und ob das Ganze legal ist oder nicht. Und das, wo wir jetzt dran sind, ist halt das, dass wir aufzeigen, wie sehr der National Security Apparatus in Amerika mit der Wall Street verbandelt ist und wie sehr eigentlich beinharte Wirtschaftsinteressen und Konzerninteressen da dahinter stecken. Und auch von einzelnen Individuen. Und jetzt habe ich eine Frage, die geht an Herrn Bär. Wer finanziert eigentlich Ihr Institut? Dankeschön. Die ist leicht zu beantworten, bitte. Ich hätte Raum für Finanziers. Ich habe ein sehr kleines Budget. Ich kann Ihnen sagen, nicht einmal 8.000 Euro.
im Jahr, wenn Sie mein Zentrum meinen, wir machen 2 Zeitschriften, wir machen Lehrveranstaltungen, wir tun alles Mögliche um 8.000 Euro. Aber Sie können mich gerne unterstützen. Wer finanziert das? Das sind Mitgliedsbeiträge für mein Zentrum. Sie können Mitglied werden. Und das ist, ja bitte tun Sie das, das sind Abonnenten für meine Zeitschrift und das sind ein paar Förderer, die sich im Laufe der Zeit gemeldet haben. Also es ist kein Konzerngeld dahinter, ist nein, die Antwort jedenfalls. Nein, es hat sich noch jemand gemeldet, der machen dieser wir, Art ist. Vielleicht kommt noch jemand, Rothschild war im Abspann, haben wir zuerst gehört. Machen wir eine kurze, das war's mit den Fragen im Publikum, oder? Ja, okay. Ich hätte noch eine Frage, weil wir jetzt über Speicherung gesprochen haben. Wir haben noch nicht über Datenmanipulation gesprochen. Es gibt in Großbritannien ein Programm, das sich darauf versteht, ich würde es hier nicht, destroy, deny, degrade and disrupt enemies by discrediting them, planting misinformation and shutting down the communications. Ist das nicht ein kleines Problem, wenn da Millionen von Menschen auf der Feindesliste stehen? Ist das nicht eine Entwicklung, die neu ist, andere Dimensionen erreicht als historisch gesehen? Danke sehr. Wer mag das beantworten? Ja, also ich bin froh, dass Sie auch Großbritannien erwähnen, denn auch der Film hat das gezeigt, dass eigentlich die Briten um nichts weniger in diesem Geschäft stehen als die Amerikaner. Es stützt sich aber alles auf Amerika. Amerika-Bashing ist ja ein Sport auch der Österreicher. Aber das machen alle, auch die Franzosen. Wer halt kann. Und Listen wird es geben müssen, weil es ja darum geht, dass man Menschen, die ein Unsicherheitsfaktor sind oder sein können, irgendwie kennzeichnet. Und deswegen sage ich ja, also ich bin überzeugt und ich werde das auch noch verifizieren, dass also das Observieren der Österreicher zum Beispiel durch die NSA zahlenmäßig beinahe lächerlich sein wird, nämlich wirkliches Observieren, nicht die Fähigkeit, Data zu sammeln. Das ist natürlich unbestritten, das hat Amerika. Wie lange noch, wird man sehen. Danke sehr. War noch eine? Ja, bitte. Eine ganz kurze Frage. Ich sehe nicht, wo, können Sie mal bitte? Hier ganz hinten. Ah, hier ja. Ganz hinten. Betreffend der Arbeit, die Intelligence-Organisationen betätigen. Primär wird halt immer hochgehalten, die Arbeit, die sie gegen den Terrorismus bzw. in der Terrorismusbekämpfung machen. Jetzt, was auch hochgekommen ist durch diese Relevations, war auch die Industriespionage. Jetzt würde mich interessieren, in einem historischen Kontext, welche Rollen übernehmen sonst Intelligence-Organisationen? Kurze Antwort bitte, weil wir sind am Ende der Zeit. Wer mag das beantworten? Historisch gesehen geht an Sie, glaube ich, Der Ursprung von Intelligence ist natürlich das Sammeln von Informationen, das Analysieren von Informationen. Das war auch der ursprüngliche Auftrag an die CIA zum Beispiel. Die Operational Activities, die sind dann später dazugekommen im Kalten Krieg. In Kriegszeiten ist natürlich das alles etwas anders. Aber es gibt ein Bündel von Aufgaben. Und übrigens, Geheimdienste, Nachrichtendienste arbeiten nicht aus eigener Motivation, sondern die kriegen Aufträge von ihrer Regierung. Das heißt, es wird praktisch in demokratischen Geheimdiensten nichts unternommen, was nicht von oben, nämlich von den Verantwortlichen in der Politik, angeordnet wird. Die wollen sich dann aber, wenn was schief geht, sozusagen raushalten. Aber das darf man nicht glauben. Es gibt keine eigenständige Tätigkeit von Geheimdiensten. Das ist gedeckt durch Befehle von oben. Danke sehr. Damit, ich sage das vielleicht laut, das ist sehr beruhigend, hat da jemand gesagt, oder auch sehr beunruhigend. Damit sind wir am Ende der Diskussion. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Ihnen allen dreien. Wir können den Rest der Diskussion ins Informelle verlegen und ich gebe zum Abschluss nochmal das Wort an den Norman vom Gartenbaukino.
ich wollte mich auch nur noch mal bedanken an Siegfried Bär, an Emil Bobi, an Erich Möchel und auch an Corinna Milborn für die schöne Diskussion. Und danke an Sie alle, dass Sie geblieben sind. Der Film läuft jetzt noch eine Zeit lang hier und auch im Filmcasino. Ich glaube, bis 12. Februar können wir es garantieren. Und empfehlen Sie es weiter, wenn Sie wollen. Auf unserer Homepage finden Sie Links zu allen Diskutanten, die jetzt auf der Bühne waren. Und wenn Sie sich weiterbilden wollen oder in Kontakt treten wollen. Oder Mitglied irgendwo werden oder wollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Vielen Dank. Dankeschön an alle. Danke.